Ja, meine Damen und Herren, vielleicht erzähle ich zunächst etwas zu meiner Person. Ich bin 44 Jahre alt, habe drei Kinder und bin seit 21 Jahren verheiratet. Ich bin von Haus aus Jurist und derzeit Bürgermeister der Verbandsgemeinde an der Finne. Das ist eine Verbandsgemeinde im westlichen Burgenlandkreis mit 56 Orten mit Sitz in Bad Bibrang. Ich bin als kleiner Junge hier in Bad Bibra aufgewachsen in einem Wohnhaus, in dem auch der damalige Bürgermeister gewohnt und gelebt hat. Und deshalb bin ich sehr frühzeitig mit dem Bürgermeisteramt und mit kommunalen Themen in Berührung gekommen. Und der damalige Bürgermeister hat mir erst kürzlich berichtet, dass ich wohl schon als Fünfjähriger behauptet habe, Bürgermeister werden zu wollen. Auf alle Fälle ist es so, dass die kommunalen Belange mich schon lange interessiert haben und die Möglichkeiten, die mir die Wende bot, habe ich deshalb genutzt. Das heißt, ich habe mich dazu entschlossen, Rechtswissenschaften zu studieren, zunächst in Halle und dann in Erlangen, in Mittelfranken, und habe nach Abschluss des Jurastudiums ein Referendariat am Oberlandesgericht in Nürnberg absolviert und nach diesem Referendariat eine Tätigkeit an der Universität als wissenschaftlicher Assistent aufgenommen und habe dort am Hans-Liermann-Institut für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht mich im Wesentlichen mit kommunal- und verwaltungsrechtlichen Problemen befasst. Insgesamt waren meine Frau und ich 10 Jahre in Bayern. Und als im Jahr 2000 die Möglichkeit bestand, sich in unserer alten Heimat zu bewerben als Leiter eines Verwaltungsamtes, habe ich das getan und wurde gewählt. Und dann begann Ende 2000 für mich die Erfüllung eines Traums, nämlich im kommunalen Bereich hauptamtlich tätig zu sein. Ich tue das mit großer Freude und auch mit viel Enthusiasmus, und das, was mir an dieser kommunalen Tätigkeit die größte Freude macht, ist, dass eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen der Entscheidung, an der man als Bürgermeister oder Landrat beteiligt ist, und dem Ergebnis dieser Entscheidung zu spüren ist, wahrzunehmen ist, festzustellen ist, ob etwas Positives oder etwas Negatives herausgekommen ist. Das unterscheidet das kommunale Amt im Burgenlandkreis oder in einer Stadt oder Gemeinde doch erheblich von landes- oder kommunalpolitischer Tätigkeit, wo so sehr viele Dinge zwischen der getroffenen Entscheidung und den Auswirkungen dieser Entscheidung noch dazwischen liegen. Deshalb könnte ich mir persönlich nie vorstellen, in der Landes- und Bundespolitik tätig zu werden. Das ist gar keine Kritik an diesen Ebenen, aber für mich persönlich käme das nicht in Frage. Ich brenne für die kommunalen Belange und ich bin deshalb auch seit vielen Jahren ein Interessenvertreter der Städte und Gemeinden. Ich bin Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindebundes im Burgenlandkreis und gehöre auch dem Präsidium des Städte- und Gemeindebundes an. Auch deshalb, weil mir das Thema kommunale Selbstverwaltung sehr wichtig ist. Also dass Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden können durch die örtliche Gemeinschaft, auch dort entschieden werden sollten und nicht auf einer höheren Ebene. Also als Beispiel die Entscheidung, ob eine Kindertagesstätte eine bestimmte Ausrichtung hat, ob sie fortbesteht als kommunale Einrichtung, die sollte in einer Stadt oder Gemeinde getroffen werden. Die sollte nicht das Land oder auch nicht der Kreistag oder auch nicht der Landrat treffen. Damit bin ich schon bei einigen inhaltlichen Themen, die mir wichtig sind. Bildung steht auf Platz 1 meiner Agenda. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich selbst als Familienvater von drei Kindern alle Bildungseinrichtungen, die meine Kinder besucht haben, miterlebt habe. Von der Kinderkrippe über den Kindergarten, über die Grundschule und das Gymnasium, und zwar sowohl in Bildungseinrichtungen in
Bayern als auch hier bei uns im Burgenlandkreis. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass es sehr, sehr darauf ankommt, welche Qualität ein Kindergarten als Bildungseinrichtung hat. Dort werden, das sagen auch alle Fachleute, alle Gehirnwissenschaftler, alle Ärzte, alle Pädagogen, dort werden die entscheidenden Weichenstellungen getroffen für die Bildungsbiografie eines Kindes, was im Alter zwischen 3 und 6 Jahren nicht an Erfolgen erzielt wird, lässt sich später im weiteren Bildungsverlauf an den Sekundarschulen oder im Bereich der beruflichen Bildung nur schwer wieder nachholen, vor allen Dingen mit sehr hohem Aufwand und mit vielen Kosten. Und deshalb setze ich mich ganz besonders dafür ein, dass wir im Bereich der vorschulischen Bildung in allen Einrichtungen, die es im Burgenlandkreis gibt, egal ob kommunal oder freie Träger, ein hohes Bildungsniveau erreichen. Wir haben ganz fantastische Kindertagesstätten. Es gibt aber auch noch Einrichtungen, in denen eine Anhebung der Bildungsqualität notwendig ist. Und wir müssen allen Kindern eine gute Ausgangschance für ihre Bildungsbiografie geben. Und das setzt voraus, dass die Kindertagesstätte, die das Kind besucht, sich auch als eine Bildungseinrichtung versteht. Natürlich spielt nicht nur der Bereich der vorschulischen Bildung eine Rolle. Ich betone den deshalb so besonders, weil hier der Landkreis ab dem Jahr 2015 eine eigene Zuständigkeit hat und mit jedem Träger einer solchen Einrichtung auch entsprechende Vereinbarungen abschließt. Der Bereich der beruflichen Bildung und die Vorbereitung auf die Berufsausbildung sind natürlich sehr wichtig. Der Einfluss eines Landrates oder eines Landkreises ist hier allerdings etwas geringer, weil Bildung an den Schulen Landessache ist. Das heißt, die Bildungspläne werden durch das Land vorgegeben, die Lehrer sind beim Land beschäftigt. Das heißt aber nicht, dass ein Landrat und eine Kreisverwaltung und ein Kreistag nicht mit eigenen Ideen an die Kollegien der Sekundarschulen und Gymnasien herantreten dürften. Und eine solche Idee ist, dass die Schüler besser in den Schulen vorbereitet werden könnten auf die Anforderungen, die die Handwerksbetriebe, die die Unternehmen, die die Dienstleistungsbetriebe im Burgenlandkreis tatsächlich haben. Dazu muss man als Lehrer wissen, welche Anforderungen diese Unternehmen haben. Und dazu muss der Schüler auch schon im Laufe seiner Schulausbildung mit solchen Betrieben stärker als bisher in Berührung gekommen sein. Das ist mir sehr wichtig. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir am 16. Mai gemeinsam mit der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, die ja für die berufliche Bildung in Deutschland zuständig ist, genau über dieses Thema mit Unternehmern, mit Pädagogen, mit Fachleuten diskutieren werden, wie können wir im Burgenlandkreis berufliche Bildung künftig besser gestalten. Ich komme zu einem anderen Thema, das ist die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landkreises und die hängt eng zusammen mit der Frage der Infrastruktur, die es im Burgenlandkreis gibt. Es ist zweifelsohne richtig, dass in den Jahren seit der Wiedervereinigung viele Straßen gebaut wurden, die Gewerbegebiete erschließen, die Möglichkeit schaffen, dass man auf kurzem Wege dorthin gelangt, aber wir wissen alle, vor allen Dingen, wenn wir uns Richtung der Landesgrenzen nach Thüringen oder Sachsen bewegen, dass viele unserer Straßen noch nicht in einem Zustand sind, die angemessen sind und die für die Erschließung der Gewerbegebiete erforderlich sind. Und deshalb möchte ich mich dafür einsetzen, dass diese Straßenverhältnisse sich verbessern. Ich habe mitunter auch den Eindruck, dass innerhalb von Sachsen-Anhalt die Straßensituationen doch recht unterschiedlich sind und deshalb möchte ich deutlich machen, dass wir hier im südlichsten Teil von Sachsen-Anhalt natürlich auch zum Land gehören und dass wir hier vor allen Dingen im Bereich des Landesstraßenbaus noch einen erheblichen Nachholbedarf haben. Infrastruktur heißt aber nicht nur Straßenbau, Infrastruktur bedeutet auch die digitale Infrastruktur, die den Breitbandausbau für alle Orte, alle Städte und Gemeinden im Burgenlandkreis.
Das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben, aber auch von Dienstleistern. Es kann sich durchaus auch ein Ingenieurunternehmen in einem kleinen Dorf niederlassen, wenn es die erforderliche Infrastruktur dort findet. Und das ist in erster Linie ein schneller Internetanschluss. Wir müssen deshalb überall im Burgenlandkreis Datenraten von 50 Megabit erreichen. Das ist leider noch nicht überall der Fall. Ich bin selbst Bürgermeister einer Verbandsgemeinde, die sehr ländlich strukturiert ist, aus 56 Orten besteht. Und wir haben hier im westlichen Burgenlandkreis diese Breitbanderschließung im Wesentlichen abgeschlossen. Und ich denke, das ist ein gutes Signal für alle Gewerbebetriebe, aber eben auch für junge Familien, die auch selbstverständlich voraussetzen, wenn sie hier wohnen bleiben wollen oder hierher ziehen sollen, dass sie eine schnelle Internetverbindung haben. Dafür möchte ich mich als Landrat für den gesamten Burgenlandkreis einsetzen und die Orte und die Gemeinden, in denen das noch nicht passiert ist, möglichst schnell an diese Datengeschwindigkeiten heranführen. Um das auch mal ganz konkret zu machen, der Burgenlandkreis engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich des Industrieparkes Zeitz mit einer Gesellschaft, die für die Erschließung dieses Industrieparkes zuständig ist. Der Burgenlandkreis ist dort Hauptgesellschafter und ich habe mir in den letzten Wochen mehrfach diesen Industriepark angeschaut. Ich denke, wir sind hier aufgerufen, alles zu tun, um die Ansiedlung um Zeitz herum weiter zu verstärken. Und da kommt es natürlich auch gut, dass ein Unternehmen, das sich erst vor wenigen Jahren in Zeitz angesiedelt hat, wie das Unternehmen Zeitzer Guss, sich entschieden hat, die Produktion deutlich auszuweiten. Solche tollen Beispiele, die die Region voranbringen, brauchen wir noch viel mehr. Ich denke, da kann auch der Landrat und der Burgenlandkreis noch einiges tun. Und ich sehe vor allen Dingen die Region um Zeitz als den entscheidenden Industriestandort, dort, wo Arbeitsplätze schon entstanden sind und noch entstehen werden. Wichtig ist, dass wir Arbeitsplätze schaffen, die gut bezahlt sind, die auch qualifizierte Facharbeiter, Ingenieure voraussetzen. Denn solche Menschen, die sich hier niederlassen im Burgenlandkreis, die werden auch nicht nur im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses tätig sein, sondern die können auch einen Landkreis anderweitig zum Blühen bringen, nämlich dadurch, dass sie sich in ihrer Freizeit engagieren und zu Lokomotiven der gesamten Entwicklung einer Region werden. Das ist das, was wir wollen, das ist das, was ich möchte und dazu möchte ich gerne auch als Landrat beitragen. Ja, ein anderes Thema, das die Zukunft des ganzen Landkreises bestimmen wird, ist das Thema Energie. Wir wissen alle, dass wir uns in einer sogenannten Energiewende befinden. Die Energiewende verlangt auch ein Umdenken von jedem Haushalt, aber auch von jeder Kommune. Das bedeutet, wir sollten im Burgenlandkreis uns Gedanken darüber machen, in welchem Maße wir eine gewisse Autonomie in der Energieerzeugung erzielen können. Das bedeutet aber auch, dass wir gerade in dieser Übergangsphase der Energiewende nicht auf Energieträger verzichten können, die die Grundlast des Energiebedarfs abdecken. Ich spreche mich deshalb auch deutlich dafür aus, dass wir an der Braunkohle als einheimischen fossilen Energieträger festhalten. Das ist eine, glaube ich, wichtige Aussage für den Bereich Hohenmölzen, für den Bereich der Elsteraue, wo ja auch sehr viele Arbeitsplätze an der Mibrag hängen. Natürlich ist eine solche Energiewende auch mit Problemen behaftet. Und diejenigen Menschen, die im Bereich der Autobahn A9 leben, die wissen, dass im Moment die Diskussion herrscht, eine Gleichstromtrasse entlang der A9 zu bauen und dass im Bereich des Wetautales und auch im Bereich der Stadt Weißenfels und auch im Bereich von Prittitz und Gröbitz die Ängste sehr groß sind, dass eine solche Gleichstromtrasse dicht
an den Wohnbebauungen vorbeiführt. Ich denke, wir sollten uns klar zum jetzigen Zeitpunkt artikulieren, dass wir eine Lösung brauchen, mit der die Menschen vor Ort leben können. Die Lösung könnte zum Beispiel sein, ausreichende Abstandsflächen für die Wohnbebauung zu verlangen. Ich finde es erstaunlich, dass es gesetzliche Festlegungen gibt, wie weit solche Abstandsflächen zu Windrädern sein müssen, dass es aber keine genaue Regelung gibt, die vorschreibt, wie weit eine Abstandsfläche zur Wohnbebauung und damit zum Schutz des menschlichen Lebens sein muss. Wir sollten nachdenken über das Thema der Erdverkabelung. Diese Erdverkabelung ist teuer, aber wenn sie der Lebensqualität im Burgenlandkreis dient, dann sollte man auch eine solche Lösung ins Auge fassen. Ich werde mich jedenfalls für den Fall einer Wahl als Landrat an die Seite dieser Menschen stellen und alles unterstützen, was ein Schutz ihrer Lebensverhältnisse mit sich bringt. Ein ganz anderes Thema ist das Thema der touristischen Entwicklung des Burgenlandkreises. Ich glaube, wir könnten alle wunderbare, beeindruckende Bauwerke aufzählen, die in vielen Teilen des Burgenlandkreises vorhanden sind. Wir kennen alle beeindruckende Landschaften, schöne Rad- und Wanderwege, die den Burgenlandkreis durchziehen. Und wir alle, die wir im Burgenlandkreis leben, wissen deshalb, dass der Landkreis liebenswert und auch lebenswert ist. Wenn wir als touristisches Ziel wahrgenommen werden sollen, verlangt das allerdings, dass dieses Gebiet auch bekannt wird in Deutschland. Trotz aller Bemühungen in der Vergangenheit gibt es hier einen Nachholbedarf. Das Ziel müsste also aus meiner Sicht lauten, mit neuen Strukturen in der Tourismuswirtschaft, mit Unterstützung des Tourismusvereines, die Bekanntheit unserer touristischen Destination, also dieses Tourismusgebietes in Deutschland zu erreichen. Und das geht nur dadurch, dass wir viel enger mit national arbeitenden Medien, Fernsehen, Redaktionen von Zeitungen zusammenarbeiten. Und ich setze große Stücke deshalb auf die neue Serviceagentur, die wir im Burgenlandkreis gemeinsam mit dem Saalekreis geschaffen haben. Die muss diese Ergebnisse liefern, denn nur wenn jemandem in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg bekannt ist, dass es Saale, Unstrut, Weiße Elster oder auch die Finne gibt, werden Menschen sich auch genauer für diese Region interessieren und dann genauer nachschauen, was wir hier alles haben. Und wir haben ja einiges, was vielleicht neben dem Weinbau, neben den Burgen, neben dem Wassertourismus auch noch zu transportieren ist. Wenn wir an Touristen denken, sollten wir nicht nur an die denken, die mehrere Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche im Burgenlandkreis verweilen wollen. Wir haben auch Potenzial für Tagestouristen. Und damit meine ich einfach nur die günstige Lage im Verhältnis zu den Großstädten Leipzig, Halle, Erfurt, Jena und die Möglichkeit, hier einen Tag Freizeit zu verbringen. Und das heißt für uns, dass wir im Rahmen der bestehenden Konkurrenz zu anderen Freizeitgebieten um die Großstädte herum auch etwas lauter werden müssen. Natürlich stellt sich die Frage, warum sollte man ausgerechnet den Kandidaten Götz Ulrich wählen? Es gibt auch noch andere Landratskandidaten. Da kann ich zwei Dinge sagen. Erstens, ich brenne für meine Region, ich brenne für meine Heimat, für den Burgenlandkreis. Und ich bin bereit, die gesamte Wahlperiode von 7 Jahren auch für den Burgenlandkreis zu ackern und zu arbeiten. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die in der Kreisverwaltung tätig sind, die mir begegnen werden im Amt des Landrates, aber auch die Kreisräte. Und da glaube ich, ist ein Punkt sehr wichtig und deshalb ist mein Wahlslogan auch das Miteinander zählt, dass wir uns über Parteigrenzen hinweg im Burgenlandkreis das Vertrauen aussprechen, dass die demokratischen Kräfte im Burgenlandkreis zusammenarbeiten, sich nicht gegenseitig belauern, keine politischen Spielchen treiben, wir nicht Bundestag oder Landtag nachspielen, sondern dass wir an der Sache orientiert über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Bitte bedenken Sie auch bei Ihrer Entscheidung, wer den Burgenlandkreis künftig führt.
dass der Landrat ein Manager sein muss. Einer, der ein großes mittelständisches Unternehmen führt. Wenn Sie die Zahl der Beschäftigten für die Bereiche, für die ein Landrat zuständig ist, zusammenfassen, werden Sie feststellen, dass das fast 3000 Menschen sind, die in der Kreisverwaltung, die im Jobcenter, die in den Krankenhäusern in Zeitz und in Naumburg, die bei der Personenverkehrsgesellschaft und die in der Abfallwirtschaft für Sie tätig sind. Dort brauchen wir jemanden an der Spitze, der sich auskennt. Und im Unterschied zu allen anderen Kandidaten darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich seit 15 Jahren, genauso lange wie der jetzige Landrat Harry Reiche, für den Burgenlandkreis im Kreistag sitze und in dieser Zeit in alle Bereiche der Kreispolitik Einblick nehmen konnte. Mit mir bekommen Sie also einen Landrat, der in alle Bereiche eingearbeitet ist, für den das nicht neu ist und der relativ schnell seine Vorstellungen umsetzen kann.